wird eingeleitet. Volle Konzentration. Attacke! Los! Ja! Das war's dann. So wird das nichts. Kein Problem. Alles im Griff. Ich muss das beenden. Mein Einsatz. Verschwende. Nimm das. Tschüss. Genug. Ist hier und nicht weiter. Verbrenn. Sind wir am Treffpunkt, den wir mit Bix ausgemacht haben. Sicher macht er sich Sorgen, weil wir so lange brauchen. Irgendwie komisch, dass niemand versucht, uns aufzuhalten. In Midgar wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Hast du denn nicht eher was gesagt? Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Nicht runtergucken. Guter Rat. Gleich sind wir da. Was ist? Nichts. So langsam wird's ernst. Ich bin nervöser als erwartet. Diese Nervosität werde ich auch nie los. Gnade! Cloud? Wo sind Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging's dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, 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 Bix! Ich wusste, auf dich ist Verlass! Und wo sind die anderen? Bix? Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Plappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ciao. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, mein Junge. Wir sehen uns später, okay? Logo. Gut, dann legt mal eure Seilwinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich.
Also, noch ein bisschen. Weiter nach links! Und zwar zack, zack! Wir brauchen mehr Licht! Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel! Marco, ich kann es riechen. Riecht ihr das auch? Jetzt wird's ernst. Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja. Sind fast am Reaktorkern. Dann los. Und wie geht's jetzt weiter? Vielleicht hier? Oh, wie praktisch. Alter, vor Coolness. Das war steiler, als ich dachte. Du denkst zu viel. Seht mal, wenn so ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins. Die Flucht. Ha. Zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf. Verdächtig ruhig hier. Was hast du von den Shinra-Waschlappen erwartet? Die Schüsse haben sich aber erster Gelegenheit die Flucht ergriffen. Ich bin bereit, Schiff. Es ist aus. Schön gewonnen. Nur noch ein Stück. Dieser Geruch erweckt Erinnerungen. Nimm das!
Das wird so nichts. Mist. Na dann. Mal auch so wenig Wachen da? Nee, da gab's ein bisschen mehr zu tun. Ja. Alles klar? Oh. Tiefer. Hm? Was ist mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick! Kawum! In Sicherheit? Wo immer das ist. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Das Timing ist zu perfekt. Also werden wir wirklich beobachtet? Willkommen in unserem bescheidenen Heim, Ungeziefer. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher. Der große Heidegger. Der Anführer Ihrer Armee. Fühlt euch geehrt. Eure perfiden Machenschaften werden nämlich gerade live in ganz Midgar übertragen. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Nach Analyse der Anschlagsdrohung vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschärfung. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5. Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung... Sind wir euch eigentlich völlig egal? ...des Shinra-Konzerns eine sofortige... Mach schon! Nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1 reagierte die Bevölkerung mit großem Hass... Fass die Terroristen! ...auf die Täter und ihre Motive. Fass die Terroristen! Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Also dann, die zu Recht aufgebrachten Bürger Midgars haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Höhepunkt. Der Blechklotz! Unser neuester Genie streicht ein fulminantes Waffensystem. Der Airbuster wird ein Exempel an der Stabilierung. Bericht des Wartungstrupps. Der Airbuster ist im Augenblick zu 60% bereit. Wir brauchen länger als erwartet. Wir sind auf Sendung. Befehl an das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen.
Nee, mach doch nur einen Bock! Psst! Ich wiederhole, ich bin das gesamte Sicherheitspersonal. Los geht's! Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Ich wiederhole. Ja, die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Und zur Kommandobrücke abführen. Nicht mehr lange. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ein Exempel statuieren? Ha! Wir werden den Robo zerlegen, auf das Shinra sich in Grund und Boden schämt. Ja, machen wir. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Eine Orde des Stabschefs! Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Ich wiederhole. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Liefert das umgehend ab! Der Stabschef wartet nicht gern. Fracht verladen. Ebene B8, Transport starten. Okay, sind bereit. Alarm! Festnehmen! So, dann lasst uns mal gucken, was die Kerle hier getrieben haben. Barrett, Cloud, seht mal! Sie befördern die Komponenten des Roboters über ein Liftsystem. Gut zu wissen. Dann lasst uns mal dazwischen funken. Die Fracht könnte zum Beispiel verschwinden. Wie willst du das anstellen? Mit dem Steuerpult des Lifts. Meinst du vielleicht das hier? Lässt sich der Lift bedienen? Mit einer Schlüsselkarte. Sucht alles ab! Fündig geworden? Ja. Sauber! Dieser Heidegger wird sich noch umgucken. Hier steht was von M-Einheit. Ist das eine Komponente von ihm? Ja. Eine Booster-Einheit, die mit Materialösung befüllt ist. Kannst du was drehen? Ich lenke den Lift zur Entsorgungsstation um. Die M-Einheit wird entsorgt. Die Shinra-Deppen werden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Klappt ja prima. Okay, weiter geht's. Die uns jetzt gerade wohl auch beobachten? Du hast Heidegger gehört. Live-Übertragung. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Grinst einfach nett in die Kameras.
Die M-Einheit wird zur Entsorgungsstation transportiert. Transport von B7 initiiert! Verstanden. Die Fracht aus B8 ist noch nicht hier und die Funkverbindung ist abgebrochen. Überprüf das! Eindringlinge! Ergreift sie! Hier ist Ebene B7! Wir nehmen die Kampfkapseln auf! Wir brauchen mehr Zeit! Halt! Genug! Bis hier und nicht weiter. Hier endet eure Tour. Hier gibt es zwei Lifte samt Steuerpulten. Toll, dann können wir uns... Eine Karte? Eine, ja. Dann können wir also nur einen Lift umleiten, was? Oh, schwere Entscheidung. Überlasse ich dir, Cloud. Dieser Lift transportiert einen KI-Kern. So ein Kern erhöht die Rechenleistung. Das Reaktionsvermögen des Roboters wird also gesteigert. Ein riesiger Gegner und schnell noch dazu? Wir sollten uns gut überlegen, wie wir ihn schwächen. Der KI-Kern wird entsorgt. Gute Wahl, Cloud. Wo ist diese Entsorgungsstation eigentlich? Irgendwo hier im Reaktor. So viel steht fest. Echt? Und da landet das Zeug, das wir umleiten? Ist sicher ein stolzes Sümmchen wert. Gut möglich. Dann sacken wir es ein. Spricht nichts dagegen. Wir müssen die Station nur finden. Hey Leute, hört mal alle her. Alles, was Shinra euch erzählt, ist gelogen. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Und Shinra schlürft einfach alles weg. Aus diesem Grund... Barrett, was ist denn in dich gefahren? Na, wenn die schon alles übertragen, sollten wir die Chance ergreifen. Glaubst du, die lassen den Ton laufen? Ganz schön auf euch warten lassen! Keine Chance! Ja! Es ist vorbei! Alles geht! Gut. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Erstaunst du, was? Alles verladen?
Jawohl! Die Eindringlinge sind hier! Ich bin bereit! Schnappt sie euch! Verschwende! Sie sind in Ebene D6 eingedrungen! Wir greifen an! Verdammt! Weitere Verzögerung können wir uns nicht leisten! Sorgt dafür, dass die Fracht hier ankommt! Kein Problem! Upsig! Wofür ist das? Die M-Einheit. Sie macht den Airbuster stärker. Entscheide du, was auf den Müll wandert. Die M-Einheit wird entsorgt. Tolles Gefühl. Wir doch mal sehen, wer hier am Ende ein Exempel statuiert. Bist ja blendend gelaunt. Na, ganz Midgar wird dabei zusehen, wie Shinra sich bis auf die Knochen blamiert. Die Spinner nehmen uns die Arbeit praktisch ab. Kommt jetzt etwa ein Freudentanz? Von mir aus gern. Darf ich bitten? Du bist auch eingeladen, Cloud. Danke, verzichte.